Hallo Internet und willkommen zum nächsten Teil von meinem Let's Play Batman Arkham Asylum. Im letzten Teil haben wir Harley Quinn endlich dingfest gemacht und haben dann ein paar, ich sag mal, leicht überreizte Zeitgenossen kennengelernt, die anscheinend Probleme mit ihrem Darm haben, denn so schreien sie. Und jetzt müssen wir den Joker verfolgen in sein geheimes Labor in den Botanischen Gärten. Aber bevor wir da reingehen, holen wir uns jetzt noch unser Upgrade ab. Und ich denke, was ganz cool wäre, wäre jetzt mal ein Combo Batarang. Damit werden unsere Batarangs während der Kombos stärker bzw. besser. Sind diese Wachen zum Tode geweiht? Ich sollte Harley Quinns Spur aufnehmen. Ich darf bei der Suche nach der Titan-Produktionsstätte keine Zeit verschwenden. Oh, das sehe ich anders. Na, das sieht doch nach Sass aus. Mit den Strichen hier. Na gut. Tod ist tot. Kann ich nicht mehr ändern. Zum Teufel war das? Keine Ahnung. Joker plant etwas, Mann. Ja, und das riecht nicht gut. Glaubt ihr, ist Gott oder sowas, so mit menschlichen Körpern umzugehen? Wenn er das bei mir macht, kündige ich. Ich auch. Dieser Ort ist schon ohne rumirrende Monster gruselig genug. Sehe ich genauso. Ach, das war's schon für euch. Die konnten aber nicht viel ab, die beiden. Muss ich ja mal echt sagen. Tür ist offen, aber ich bin noch nicht links rumgegangen. Ha! Hier liegt nämlich noch ein Tomat. Gut, dass ich nochmal zurückgelaufen bin. Patientengespräch Pamela Lillian Eisley, 12. November, 11.33 Uhr. Guten Morgen, Pamela. Wie geht es dir heute? Danke. Heute ist ein besonderer Tag. Was meinst du damit? Heute ist der Jahrestag meines neuen Lebens. Als ich mein wahres Ich, meine Bestimmung gefunden habe. Beziehst du dich auf das Ereignis mit Dr. Woodrow? Ja, was sonst? Natürlich, damals dachte ich, Jason hätte mich vergiftet, aber wenn ich zurückschaue, hat er mir einen großen Gefallen getan. Und wieso glaubst du, das, was er getan hat, hätte dir geholfen? Er hat mir eine größere Welt gezeigt. Eine Welt, die ich beschützen muss. Natürlich wurde mein erstes Angebot zurückgewiesen. Angebot? Du hast versucht, jeden in Gotham zu töten? Manchmal muss man große Schritte im Leben machen, um etwas Neues entstehen zu lassen. Auch eine Art und Weise, die Dinge zu sehen. Oh. Hier können wir doch endlich mal wieder ein bisschen schleichen. Hab dich. Hey, geh von mir runter! Ah! Ah! Ist doch gar nicht an dir drauf. Auf dir drauf. Mann am Boden, da liegt einer! Komm, 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 komm! Er hat einen von euch ausgeschaltet! Den letzten schnappen wir uns!
Gegenüber mit einer Botscharmee? So. Frage ist natürlich, wo geht es jetzt hier weiter? Ah. Hier sehen wir ein T-Service. Ich meine, es ist Teezeit. Das kann doch nur der verrückte Hutmacher sein. Mad Hatter. Der geniale Hypnotiker Jarvis Thatch war schon als Kind besessen von Lewis Carrolls Buch Alice im Wunderland. Er ist überzeugt, eine Inkarnation des verrückten Hutmachers zu sein. Als Mad Hatter nutzte er seine hypnotischen Fähigkeiten, um Verbrechen zu verüben, die oft einen Bezug zu der Quelle seiner Inspiration oder seiner Vorliebe für Hüte und Kopfbedeckungen haben. Er implantiert sogar Chips zur Gedankenkontrolle in seine Hüte, um seine hypnotischen Fähigkeiten zu verstärken. Sein größter Wunsch ist Batmans Kapuze. Um an diese Kopfbedeckung zu gelangen, macht er vor nichts halt. Ja, auch ein Hobby. Hüte sammeln. Und dabei, ein paar Leute um die Ecke bringen. Warum nicht? Auch er ist, wie der Name vermuten würde, nicht ein Hutmacher, sondern ein Berufsverbrecher. Wie könnte es anders sein? Es fasziniert mich bei jedem wirklich immer wieder aufs Neue. Meister der Hypnose und Bewusstseinskontrolle, besessen von Hüten, vor allem von Einzelstücken. Wahnhafter Schizophrener, der auf Alice im Wunderland fixiert ist. Nun gut, wir sind ja aber offen für alles hier und sagen halt jedem das Seine. Mich interessiert aber, wo es hier lang geht. Ist die Tür offen? Ja, die ist tatsächlich offen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, hier muss ich noch gar nicht lang, deswegen gehe ich hier wieder zurück. Ich muss vermutlich nach oben irgendwo. Ja, hier sieht doch gut aus, denn da sind nämlich auch Harleys Fingerabdrücke. Du musst damit aufhören, bevor es zu weit geht. Aufhören? Aber jeder will sehen, was ich als nächstes tue. Lass ihn gehen, sofort. Wirklich? Okay, wenn du meinst, Dad. Ja! Nein! Ups! Du musst dich wirklich beeilen, Bats. So fängst du mich nie! Du böser, böser Bube, Joker. Du musst den Strom in diesem Raum abstellen. Wäre prinzipiell gesehen eine gute Idee. Ah, okay. Da war ich wieder, eben gerade nur eine Ecke oder ein Tucken zu weit. Jetzt muss ich natürlich hier langlaufen, weil ich sehe, dass die Stromleitungen im Boden hier langlaufen. Erinnerst du dich an die Waynes? Hier könnte man die vergessen. In memory of Thomas and Martha Wayne. Objekt zu klein, müsste ich verarschen. Ja. Thomas Wayne und Martha Wayne. Thomas Wayne war ein begnadeter Chirurg und der Erbe des elterlichen Familienvermögens. Er war der Philanthropie so ebenso verschrieben wie der Medizin und genoss gemeinsam mit seiner Frau Martha großes Ansehen. Auch Martha Wayne engagierte sich liebevoll der Erziehung ihres Sohnes Bruce. Ach, Entschuldigung, ich habe das überlesen. Auch Martha Wayne engagierte sich für wohltätige Zwecke und widmete sich liebevoll der Erziehung ihres Sohnes Bruce. So. Sie war in den gesellschaftlichen Kreisen von Gotham City äußerst angesehen und veranstaltete in Wayne Manor nicht selten rauschende Wohltätigkeitsbälle. Die brutale Ermordung der beiden durch den verzweifelten Räuber Joe Chill in der Crime Alley von Gotham erschütterte die Stadt und trieb ihren Sohn Bruce schließlich in die Rolle des Batman. Arzt, Philanthropin. Ja, warum auch immer die jetzt einen gemeinsamen Karteikarten-Eintrag hier bekommen. Hochbegabter und gut ausgebildeter Chirurg, Erbe des Familienvermögens der Waynes, engagierter Philanthrop, Mutter von Bruce Wayne, Frau von Thomas Wayne.
Oh, Personenband, das hätte ich jetzt gar nicht gesehen. Dann wäre ich nicht im Detective-Modus gewesen. Das ist sehr gut. Patientengespräch Pamela Lillian Isley, 14. November, 10.21 Uhr. Hallo Pamela, heute will ich auf etwas zurückkommen, was du in unserem letzten Gespräch gesagt hattest. Fragen Sie mich, was Sie wollen. Du sagtest, dein erstes Angebot, Gotham zu helfen, wurde zurückgewiesen. Wie kommst du darauf? Was meinen Sie? Du hast tausende gefährlicher Spuren in Gotham freigelassen, hunderte Menschen getötet. Wie soll das jemandem helfen? Körper interessiert mich nicht, Doktor. Diese schrecklichen Fleischsäcke, die rumlaufen und meine armen Babys mit ihrer Gier und Arroganz zerstören. Aber bist du nicht auch einer dieser Fleischsäcke? Du warst auch eine Ärztin. Wie kannst du uns im Stich lassen? Das passiert einfach so. Aber dich lasse ich nicht im Stich, Stephen. Du bist anders. Mit dir fühle ich mich verbunden. Wirklich? Stimmt das? Natürlich. Ja. Sie ist eine ganz schöne Bitch. Das werden wir später noch sehen. Wo ging es denn jetzt hier lang? Ach, schon wieder so ein Zahn. Geht's lang? Ah, hallo Leute! Bitte. Ich bin nicht wichtig. Ich kann dir nicht helfen. Dein Glück, dass der Boss nicht will, dass wir zu hart zu dir sind. Er hat gesagt, du wärst der perfekte Köder. Verstehe ich nicht. Du bist doch nichts Besonderes. Wer soll dich retten? Ich. Ja, und nur für den Fall, dass es jemand versuchen will. Wir sind bereit. Wer ist hier? So, meine Güte. Du schon, oder was? Auch hier haben wir mal wieder kurz einen Prozess gemacht. Schneidest du mich bald hier los? Er führt Assi. Die Gegner sind gerade mal seit 2 Sekunden, noch nicht mal 2 Sekunden besiegt. Willst du mich bald hier los? Der Karl, du. Danke. Geht's dir gut? Mir geht's gut. Solche Typen verspeise ich zum Frühstück. Om nom nom. Was haben sie hier drin gemacht? Die, die mich nicht geschlagen haben, gingen darüber und hantierten an der Stromsteuerung rum. Keine Ahnung, was sie gemacht haben. Sieht aus, als hätte Joker diese Kontrolleinheit vermint. Das wird härter als vorher, aber dieses Risiko muss ich eingehen. Ach, das kriege ich schon hin. Eins. Zwei. Ja, das vibriert jetzt ziemlich bei mir, deswegen ist mein Controller gleich leer. Ah. Drei, das war knapp. Ich glaube, ich habe die Stromzufuhr des Generators unterbrochen. Ach wirklich? Glaubst du? Die Regeln. Aber ich bringe sie immer mit, wenn ich dich besuche. Aber ich bin Steven. Ich fühle mich so einsam, so allein. Du willst doch nicht, dass ich einsam bin, oder? Nein, natürlich nicht. Behalte sie, aber keiner darf sie sehen. Wirklich keiner. Du kannst mir vertrauen, Steven. Danke. Und jetzt gib mir einen Kuss. Ich kann nicht, wenn das die anderen sehen. Niemand beobachtet uns. Was ist los mit dir? Liebst du mich nicht? Nenn mich Ivy. Natürlich. Tja, Steven.
Man geht nie mit einer geladenen Kanone zu einem Date, das weiß man doch. Hättest du dir vorher einen von der Palme gewedelt, wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Laufen wir eben flugs zurück. Na, du bist aber hartnäckig, Bats. Immer einen Schritt voraus. Es dauert nicht lange, bis ich eine Armee von Titanmonstern befehlige. Stellt euch nur vor, wie ich durch die Straßen getragen werde und über die Leichen der unschuldigen Bürger steige. Es wird herrlich werden. Ich kann's nicht erwarten. Ja, wenn er sich da mal nicht täuscht. Moment, was war das gerade hier? Okay, ich hab mir wohl was eingebildet. Endlich mal wieder so ein Gitter zum Rausreißen. Wurde auch Zeit. Okay, Sackgasse, mein Fehler. Ei, 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 was sehen wir da? Was? Das hast du auch rausgefunden? Der Ratcatcher. Otis Flanagan hat die natürliche Gabe, Ratten kontrollieren zu können. Nachdem er von Gotham City als Rattenfänger beschäftigt wurde, dauerte es nicht lange, bis er sein Talent für kriminelle Zwecke nutzte und die Stadt schließlich mit einer gewaltigen Rattenarmee bedrohte. Er war schon unzählige Male in Blackgate inhaftiert, richtet jedoch aus seiner Zelle ebenso viel Schaden an wie in Freiheit. Er nutzt seine treuen Untergebenen, um über das Labyrinth aus Lüftungsschächten, das sich durch das riesige Gefängnis windet, Nachrichten zu verbreiten und Waren zu transportieren. Ja, echter Rattenjunge. Genaue Kenntnisse von Gothams Kanalisation und den Bauplänen von Blackgate, unheimliche Fähigkeiten, wortlos mit Ratten zu kommunizieren und diese zu befehligen, überbewertet Nagetiere, vor allem verglichen mit Menschen. Oh, kick das weg, das Ding. Hallo. Ich gehe einen Meter hohen. Na, wie nennt man das? Vorsprung hoch. Diese Herausforderung kann nur von denen gesehen werden, die einen anderen Blickwinkel haben. Haben wir gerade schon den Joker summen gehört? Wie er fröhlich sein Schitter zusammen mixt. Antworte ihm! Bitte, hör auf! Ich hab dir gesagt, was du wissen wolltest. Du hast jetzt alle. Bitte! Die Fledermaus! Ach, Jungs. Ja, du kannst so viel schreien, wie du willst. Steh mal auf da. Geht's dir gut? Sehe ich gut aus? Nein. Sie wollten mich töten. Wir versteckten uns gerade im Vogelhaus. Und dann kamen sie mit Joker rein, schossen um sich und verfrachteten uns in Käfige. Sind sie immer noch drin? Keiner ist seitdem rausgekommen. Du musst ihnen helfen. Bleib hier.
Hast du sie gehört? Sie wollten mich umbringen. Tja, da bekommen wir doch direkt mal ein kleines Sidequest. Nämlich das Vogelhaus. Aber was so in dem Vogelhaus abgeht, ich denke, das erkunden wir dann in der nächsten Folge. Klickt also auch das nächste Mal wieder rein. Und bis dahin sage ich, so wie immer, tschö mit Ö.